Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 24. Juli 2024. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, nach Vollmond und der Sonne Pluto-Opposition können wir jetzt allmählich daran gehen, die Löwe-Energie, die Sonne ist jetzt im Löwen, die Löwe-Energie etwas reiner, unbeeinflusster wahrzunehmen. Und es ist ja so, dass wenn wir uns irgendetwas im Leben wünschen und die Wünsche sind mit der Sonne im Löwen und auch mit dem Mond in Fischen, zwar auf unterschiedlichen Bereichen, aber die können sehr stark sein. Gerade der Löwe, der wünscht sich ja Erfüllung, der wünscht sich Freude, der wünscht sich Lust. Und wir leben ja nicht alleine hier auf der Welt, sondern wir leben ja mit vielen anderen Menschen zusammen. Und man kann nicht wirklich erwarten, dass man auf Dauer irgendwie fröhlich und freudig ist, wenn man andere Menschen schlecht behandelt, wenn man über andere Menschen schlecht redet, wenn man negativ in dem Bereich ist. Und oftmals erlebt man es ja gerade in den sozialen Medien, dass eben über Menschen schlecht gesprochen wird, die hässlich betitelt werden, obwohl man sie gar nicht persönlich kennt, sondern nur von ihrem öffentlichen Auftreten, nicht? Oder dass wir in Gedanken andere Menschen abwerten. Wie kann man dann erwarten, dass der Löwe das Zeichen des Herzens ist, dass ein so beflecktes Herz, dass das sich rein ausdrücken kann? Und das ist so ein Punkt, wo wir auch mal darauf achten können, ob wir Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, seien es Künstler, Sportler, Politiker, dass wir die nicht aufgrund von Meinung anderer, ob wir die nicht beschimpfen und negativ sehen, obwohl wir diese Menschen, wie gesagt, gar nicht kennen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir vielleicht die Musik oder die Politik, die jemand macht, ob wir die uns nicht entspricht. Also, so wie man in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Ja, der abnehmende Mond, also die Sonne im Löwen jetzt im zweiten Grad, der abnehmende Mond in den Fischen heute und auch morgen am Donnerstagnachmittag geht es für ihn dann weiter ins Feuerzeichen Widder. Donnerstag dann Sonne und Mond in Feuerzeichen. Es ist natürlich eine sehr unterschiedliche Energie. Der Löwe hier mit Sonne, Venus und Merkur stark besetzt, ist ja eher ein extrovertiertes Zeichen. Seine Energie geht von innen nach außen und der Mond in Fischen ist eher eine introvertierte Energie. Das heißt, die Wünsche des Mondes, die Bedürfnisse des Mondes in den Fischen nach Verbundenheit, nach einem Dasein, einem Sein, was jenseits von Leiden ist, so wie es uns ja die großen Religionen versprechen, das Christentum oder auch der Buddhismus, nicht? Gerade der Buddha hat ja gesagt, ich lehre nur eins, ich lehre nur das Leiden und die Überwindung des Leidens, also ein Dasein jenseits von Leiden ist natürlich in dieser Welt schwierig bis gar nicht zu erreichen und trotzdem ist dieser Wunsch da. Und was kann ich für mich tun, um hier in eine leichtere, gefühlsmäßig verbundenere Form zu kommen auch. Und das gilt natürlich, indem ich auch meine Energie nach innen wende. Also an heute und morgen gilt es halt, unsere Energie gut einzuteilen, gut aufzuteilen zwischen Außenaktivitäten und Innenaktivitäten. Ich muss die Dinge, die ich im Außen positiv erleben will, auch innerlich anlegen. Ja, Sonne, Löwen, auch Mars im Zwilling sind stark nach außen hin orientiert. Da ist auch nichts gegen einzuwenden. Nur müssen wir uns da drüber im Klaren sein, dass dadurch natürlich immer wieder Unruhe entsteht und die wir dann ausgleichen müssen. Also wir sollten uns in diesen Tagen versuchen, auch immer wieder Zeit für uns zu nehmen, für den Rückzug und auch mit Mond in den Fischen ganz wichtig, uns mit Orten, also Natur, Wasser und Menschen zu umgeben, die ein Einfl mit denen wir ein gefühlsmäßige Verbindung haben, die bei uns eher die positiven, harmonischen, friedvollen Gefühle stärkt. Ja, dann müssen wir auch über Merkur sprechen. Wir sehen hier, Merkur ist schon am Ende des Zeichen Löwen anbelangt. Er läuft ja der Sonne voraus, wird dann auch in absehbarer Zeit rückläufig werden.
nämlich Anfang August. Und Merkur, jetzt im 29. Grad des Löwen, das schon mal vorausgeschickt wird, dann in der Nacht zum Freitag wird er dann in die Jungfrau wechseln, in eins seiner eigenen Zeichen. Das heißt, wir haben Donnerstag, Freitag, Merkur-Wechseltag. Da könnten Kommunikation, Gespräche, Gedanken könnten etwas schwieriger dann werden. Bevor aber Merkur dann in den Löwen wechselt, macht er dann morgen ein Quinkungs zu Neptun, ein Aspekt zu Neptun, hier noch nicht eingezeichnet. Das heißt, Merkur, Denken, Kommunikation steht dann so ein bisschen in den nächsten Tagen auch im Fokus. Wenn dann Merkur in die Jungfrau wechselt, das werde ich noch besprechen, dann wird auch Merkur hier stärker werden, dann kommt die Vernunft und auch die Kritikfähigkeit wird dann wieder stärker. Und hier gilt es, diese Energien gut in der Balance zu bringen. Ja, soweit das Tageshoroskop von heute. Morgen am Donnerstag gibt es wieder eins, wo ich dann auf diese Aspekte nochmal eingehen werde. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch. Alles Liebe und Tschüss.